Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Willkommen vom Martini-Sonntag hier aus der Salzgottener Innenstadt. Martini wird in diesem Jahr ganz anders gefeiert. Das hat Ihnen mein Kollege Ernst Köchling ja im Bericht über den Martini-Freitag schon ausführlich erklärt. Ein Novum in diesem Jahr, die B1 ist am Sonntagnachmittag für den Verkehr gesperrt. Das kennen die Selzer eigentlich nur vom Palmsonntag, wenn das Selzerfest gefeiert wird. Und in diesem Jahr eben auch am Martini-Sonntag, weil das Selzerfest ja 2020 und 2021 ausgefallen ist. Die Läden haben geöffnet und die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler haben sich jede Menge tolle Aktionen für die Gäste überlegt. Und wir mischen uns jetzt unter das Volk und schauen mal, was man heute am Martini-Sonntag in Salzgotten so erleben kann. Am Stand von Jan und Marcello Liscia ist der Honig zu Hause. Jan, ich frage Sie mal, was haben Sie denn heute mit hier zum Martini-Sonntag gebracht? Mit welchen Produkten möchten Sie die Selzer verzaubern? Ja, zum einen haben wir unsere tollen Honige mitgebracht, einmal den ganz hervorragenden Linde-Lavendel-Honig, dann haben wir Honigpralinen dabei und natürlich unseren selbstgemachten Met. Marcello, vielleicht mal ein Wort zur Honigsaison, zur Lage der Biene. Man hört ja immer, Bienen sterben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie noch genug Bienen? Bringen die Bienen denn auch genug nach Hause und haben Sie einen guten Vorrat für den Winter angelegt? Ja, also das Jahr war nicht ganz so gut, was die Ernte angeht, das stimmt schon. Die Frühjahrsernte war bei einigen Imkern katastrophal. Wir hatten noch Glück, dass wir an einem Rapsfeld stehen konnten. Das heißt, Raps haben wir ganz gut geerntet. Ansonsten war es ja sehr kalt, als die Obstblüte war. Das heißt, die hat nicht so viel gebracht. Der Sommer hingegen wieder gut. Also da sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja zwei Sommerhonige von Ilonas Blumenwiese und dann noch den Sommerhonig mit Linde und Lavendel. Und was die Einwinterung angeht, also die Bienen sind gut versorgt. Die haben wir natürlich aufgefüttert, damit die auch gut über den Winter kommen. Genau. Das stimmt uns zufrieden. Und wenn Sie noch mehr über die beiden Selzer Imker erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal auf den Social Media Kanälen. Da finden Sie die beiden unter The Good Bees. Und wir ziehen jetzt weiter, klauen uns noch eine Honigpraline und ziehen zum nächsten Stand. Am Stand der Gruppe Kreatives Gestalten aus der Pfarrgemeinde St. Marien findet man wie in jedem Jahr herbstliche und vorweihnachtliche Deko. Alles natürlich handgemacht von den fleißigen Damen, die den Erlös stets für einen guten Zweck spenden. Und Marianne Fink, in den letzten Jahren ist schon eine große Summe zustande gekommen und ihr habt auch schon zahlreiche Projekte unterstützt. Genau. Im letzten Jahr haben wir die Flutopfer unterstützt mit 1000 Euro. Davor haben wir das Bethel Kinderhaus unterstützt mit 1000 Euro. Und viele kleine Projekte. Wir unterstützen auch immer die Stadt Salzgotten bei der schönen Bescherung und das Haus Franziskus. Also wir denken uns immer, dass das Geld also schon in der Nähe bleiben soll und nicht irgendwie an große Institutionen gehen soll. Doch das Herz schlägt und sehnt sich nach mehr. Musikalisches Highlight auf der gesperrten 1, das Duo Magnolia, das hier die Besucherinnen und Besucher unterhält. Und der Clou, die beiden sind auf einer mobilen Bühne unterwegs, die im Laufe des Tages dann auch an verschiedene Orte hier auf der B1 gestellt wird. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Modeboutique Moa findet an diesem Sonntag der Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek Salzgotten da. Maria Breuer, Leiterin der Stadtbibliothek, steht jetzt neben mir. Frau Breuer, wie überwältigt sind Sie vom Ergebnis? Lohnt es sich? Also, ich habe eben einen Zwischenbericht bekommen von der Ina Möbius, die sagt, es läuft super. Wir haben schon richtig viel Geld eingenommen. Und ja, da sind wir natürlich happy, weil wir dann wieder Geld für unsere neuen Bücher der Bibliothek bekommen haben. Ne? Frau Breuer, ein bisschen Angst habe ich ja, weil vor ein paar Wochen, als der Selzer September, Sommer, Wochenende, Sonntag war, da haben Sie auch schon Bücher verkauft. Jetzt, knapp 6, 8 Wochen später, verkaufen Sie schon wieder so viele Bücher. Sind denn am Montag dann alle Regale bei Ihnen in der Bibliothek leer oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, so natürlich nicht. Das können wir ja nicht machen. Unsere Bücher, die wir für unsere Leser brauchen, die bleiben natürlich. Es gehen ja immer Bücher in den Verkauf, die wir geschenkt bekommen. Wir haben ganz tolle Leser, die uns ihre Sachen schenken auch. Und ein paar Sachen werden natürlich auch ausgesondert. Nein, es bleibt genug über für unsere Kunden.
Das dürfte die Selzer Leseratten zufrieden stimmen. Also ab Montag sind die Regale auch in der Stadtbibliothek noch gut gefüllt. Mittlerweile hat es in der Salzgottener Innenstadt heftig angefangen zu regnen. Doch zum Glück finden wir Unterschlupf beim Verein zur Förderung des Sports in Salzgotten. Neben mir der erste Vorsitzende Dr. Uwe Bär, der uns was über den Salzgotten Marathon erzählen kann und natürlich auch möchte. In diesem Jahr gab es den Marathon Light. Wie zufrieden wart ihr mit der Version des Marathons? Die Durchführung des Marathons dieses Jahr war für uns eine tolle Aufgabe, eine tolle Herausforderung, auch im Rahmen des Pilotprojektes Sports im Kreis und im Land NRW. Für uns ein toller Erfolg mit 700 Läufern oder knapp 700 Läufern, endlich mal wieder einen Präsenzlauf an die Stadt zu gehen. Natürlich bei Weitem nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen unser Marathonlauf wieder, unser Event haben, so wie wir das in den vergangenen 12 Jahren hatten, sodass wir dann im nächsten Jahr das zum 13. Mal auch durchführen wollen. Dafür sind wir heute hier. Genau, und da greife ich doch glatt mal dazwischen. Also für das Jahr 2022 ist wieder ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Marathon geplant. Vielleicht könnt ihr schon mal so ein bisschen aus einem Nähkästchen plaudern. Was habt ihr konkret geplant? Worauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt schon freuen? Also freuen dürfen sich die Zuschauer wieder an der Veranstaltung insgesamt. Wir hoffen, dass wir wieder viele, viele Läufer aus der Umgebung gewinnen können für den Lauf. Wir wollen vor allen Dingen auch wieder die Kinder und Jugendlichen gewinnen zu den Kinder- und Jugendläufen an der Salzerhalle, zu den Bambini-Läufen und vor allen Dingen zu unserem Hauptlauf-Marathon, Halbmarathon, den 5-Kilometer-Lauf, jedermannslauf und den 10-Kilometer-Lauf, die durch die Salzgottner Innenstadt gehen, bis rüber nach Ferne auf der altbekannten Strecke, immer auch wieder durch die Salzerhalle durch und den Zieleinlauf dann passend für alle Läufer am Markt. Und das ist die Atmosphäre und das Highlight für alle aktiven Läufer, sowohl Kinder als auch die Erwachsenen. Natürlich am Gradierwerk dann die Erholung beim Getränk, bei einem Essen, bei der Erfrischung. Hoffen wir, dass ihr dann ein bisschen besseres Wetter habt am 1. Juni-Wochenende 2022. Nicht. Im kommenden Jahr das 2. Juni-Wochenende. Weil? 1. Juni-Wochenende ist Pfingsten. Okay. Da wollten wir es nicht machen. Die Woche zuvor ist in Ferne leider, nicht leider, das ist die Prozession. Da könnten wir nicht hingehen und deswegen machen wir es nächstes Jahr auf dem 2. Juni-Wochenende. Deswegen für alle auch in der Werbung beachten. Ja, 12. Das machen wir auf jeden Fall. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. 12. Juni 2022, der große Salzkotten-Marathon. Vielen Dank, Dr. Uwe Bär. Danke. Laut Aussagen des Bürgermeisters der Stadt Salzgotten, Uli Berger, ist der verkaufsoffene Sonntag am Martini-Wochenende der umsatzstärkste Tag für den Selzer Einzelhändler. Und wir sind jetzt im Modehaus Klingenthal, wo Ulla Nordhoff heute fleißig an der Kasse steht und einiges zu tun hat. Frau Nordhoff, können Sie das denn bestätigen, was der Bürgermeister prophezeit hat? Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen und wir freuen uns mega, wieder offen zu haben. Die Kunden sind toll drauf und wir haben auch Spaß. Wie ist denn die Stimmung so unter den Kunden? Das war ja doch jetzt auch eine lange Durchstrecke im letzten Winter. Die Geschäfte sind jetzt wieder auf. Sind die Kunden gut gelaunt? Wie ist die Stimmung? Also die Stimmung ist super. Die Kunden freuen sich auch, dass wir wieder aufhaben, dass wir wieder normal einkaufen können, in Anführungsstrichen. Und also uns macht es auf jeden Fall Spaß. Es fängt immer wieder an zu regnen, aber trotzdem ist, glaube ich, ganz gute Stimmung hier bei den Gästen. Wir fragen mal direkt nach, wie gefällt es Ihnen hier? Oh, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Also ich finde es sehr schön, dass endlich mal wieder was stattfinden kann, dass man mal wieder rumlaufen kann, Leute trifft, was trinken kann und gemeinsam die Zeit verbringt. Also einfach nur wunderschön, auch wenn es regnet. Wie vermutlich die Tochter? Ja, also ich finde es auch super, dass man mit der Familie mal wieder rausgehen kann, was trinken kann. Man kann ja auch was Warmes gegen den Regen trinken. Und Kapuze geht auch immer. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht in der Filiale der Bäckerei Lange hier an der Langenstraße. Und da gibt es auch traditionelles Gebäck, das extra nur am Martini-Wochenende angefertigt wird. Frau Becker, was gibt es denn am Martini-Wochenende Besonderes in der Bäckerei Lange? Ja, also wie jedes Jahr gibt es die Martinsbrezeln. Die werden wie immer bei Martini angeboten. Auch die Stutenkerle werden verkauft. Die gibt es aber jetzt schon nicht mehr, weil die so voll viel verkauft werden. Was ist die Martinsbrezel genau? Ich sehe, da drauf ist Zucker, aber vom Teig her, wie würden Sie das beschreiben? Das ist halt ein süßer Teig, sehr luftig, lecker. Ja, und wir haben schon gehört, die Martins-Stutenkerle, die sind schon alle hier weg. Aber zum Glück haben ja die Selzer-Kinder am Freitag nach dem großen Laternenumzug schon einen Stutenkerl gratis bekommen.
Der Regen hat sich mittlerweile wieder verzogen und die Straßen, sie füllen sich wieder mit Leben. Die Menschen genießen es, einfach draußen in der frischen Luft zu sein. Auch auf Abstand kann man hier gut durch die Innenstadt gehen. Man kann die Geschäfte besuchen und einige Attraktionen. Und die Stimmung unter den Besuchern ist auch gut, wie sie uns verraten haben. Der Regen ist vorbei, die Sonne kommt wieder raus, die Geschäfte sind voll, von daher alles gut. Ja, also ich finde hier die Attraktion sehr schön und ja. Und die Kirmes. Was auch schon gucken. Okay, fragen wir mal deinen Bruder, was gefällt dir heute? Also mir gefällt auch die Kirmes sehr gut und die ganzen Attraktionen hier, dass das alles so kunterbunt gemischt ist. Ja, es ist seit 2 Jahren mal wieder was und einfach mal rauskommen und frische Luft und schöne Wetter. Ja, was will man mehr? Immer wieder Regen, so haben wir das uns eigentlich nicht vorgestellt. Steffi Herting von Salzkotten Marketing neben mir. Wer hat denn gestern seinen Teller nicht aufgegessen im Team von Salzkotten Marketing und ist verantwortlich für die Regenschauer? Also ich glaube, seit einer Woche essen wir kontinuierlich unseren Teller auf. Also an uns kann es nicht liegen. Ja, das Wetter macht genau gerade wieder das, was es eigentlich nicht soll. Es regnet, aber wir hatten auch schon Sonne. Wir hatten Wind dazwischen, wir hatten jetzt wieder so ein bisschen Fieselwetter und Regen und wir hoffen, dass es doch noch ein bisschen länger jetzt trocken bleibt, sodass die Leute noch ein bisschen was hier auf der langen Straße haben. Ja, vielleicht können wir doch mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also Martini ist ja noch nicht ganz vorbei, aber am Donnerstag gab es schon den Familientag, wo auch die Karussell schon fuhren. Da hat es auch ein bisschen geregnet, aber Freitag und Samstag hattet ihr ja richtig Glück. Und wir waren gestern Abend auch noch mal spät unterwegs und haben da die illuminierte Saline gesehen. Wir haben den Lichtertanz gesehen, alles Publikumsmagneten. Die Fahrgeschäfte waren ja auch zu später Stunde noch gut gefüllt. Das haben wir in den letzten Jahren vor Corona ja selten erlebt, dass auch zu später Stunde wirklich noch so richtig voll, es ist noch so richtig voll war auf der Kirmes. Was sagen euch die Einzelhändler, was sagen die Kirmesbeschicker, wie zufrieden seid ihr Stand jetzt Sonntagnachmittag mit Martini 2021? Also wir sind total zufrieden, sowohl die Schausteller als auch im Hüttendorf die Budenbesitzer, also überall, wo man gerade dran vorbeigeht, da gibt es eine positive Resonanz und auch jetzt hier, also es war kurz vor eins, da waren die lange Straße schon gut gefüllt und auch jetzt, man sieht trotz des Regens doch noch ganz, ganz viele Leute, die jetzt noch shoppen gehen und sich einfach jetzt an Martini auch erfreuen. Also wir sind total zufrieden. Sagt Steffi Herting von Salzkotten Marketing. Dankeschön. Jetzt stehen wir bei Modehändlerin Anja Ehlert, die mit ihrer Boutique Moir in diesen Tagen ein neues Ladenlokal bezogen hat. Ist denn schon alles endgültig eingerichtet, Anja? Naja, also eingerichtet vielleicht schon, hinten das Lager noch nicht so wirklich und so langsam versucht alles so seinen Platz zu finden. Aber ich bin ja froh, dass wir jetzt überhaupt hier langsam angekommen sind und es macht schon Spaß. Ja, Spaß macht auch das Essen bei dir. Wie immer gibt's leckere Crepe. Vielleicht noch mal 1-2 Worte zu den Spezialitäten, zu den besonderen Angeboten, die du heute für die Besucher des Martini-Marktes präsent hast. Achso, wir haben so einen französischen Glühwein. Der hat schon ein bisschen mehr Alkohol, ist aber irgendwie auch ein bisschen verträglicher. Ist leider ein bisschen teurer, aber da kosten die Flaschen eben dann auch das Vierfache eben. Und dann haben wir einen Kirschpunsch, wie immer eben. Und dann noch so einen englischen Fruchtpunsch. Das ist dieses Belvoir oder wie es gesagt wird, gibt es als Ingwer und als Fruchtvariante. Und die haben wir jetzt eben auch, weil wir so Kleinigkeiten auch so verkaufen. So als Weihnachtsgeschenke oder einfach für einen selbst. Das klingt sehr inspirierend. Wir wollen dich auch nicht länger aufhalten. Dann noch viel Spaß, gute Geschäfte und bis bald mal. Auf der B1 treffen wir auch Bürgermeister Uli Berger. Herr Berger, am Martini-Fest gab es noch nie, dass die B1 gesperrt ist. Aus Ihrer Sicht ein bewährtes Konzept, ein gutes Konzept, auf das man aufbauen kann? Oder bleibt es bei dieser einmaligen Aktion? Ja, in diesem Jahr ist ja Martini ganz anders, so haben wir es gesagt. Also haben wir die B1 auch gesperrt, wie wir es sonst so beim Selzerfest kennen. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, dass man auch die Publikumsströme ein bisschen entzerren kann. Das Wetter hat uns jetzt bislang noch nicht so die Karten gespielt, aber ich glaube, dass es auch ein Ansatz ist, den wir im nächsten Jahr weiterverfolgen können. In diesem Jahr gibt es ja aller Voraussicht nach noch ein Stadtfest, das Lucia-Fest am 3. Adventswochenende. Gibt es da auch die Überlegung, vielleicht die B1 zu sperren oder sind die Anforderungen und die Maßnahmen im Vorfeld zu hoch, um diese Auflagen zu erfüllen? Inzwischen haben wir, glaube ich, Routine da drin und das Martini-Fest hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Und beim letzten Lucia-Fest, das war ja auch das erste in der neuen Form, hatten die B1 ja auch gesperrt und es ist sehr gut angekommen. Die Innenstadt war voll und von daher würden wir es für das Lucia-Fest auch beantragen. Dann drücken wir die Daumen, dass im
Dezember dann das Wetter mitspielt und dass es dann auch wieder richtig voll ist. Dankeschön, Herr Berger, und viel Spaß noch unterwegs. Wir haben mittlerweile unsere Lokalität gewechselt und sind Richtung Hüttendorf gezogen. Hier ist es auch am Sonntagnachmittag herrlich voll. Die Leute schlendern durch die Salzgottner Innenstadt, kehren dann hier im Hüttendorf ein, genießen die ein oder andere Leckerei, natürlich frisch zubereitet, und treffen einfach ihre Freunde und sind froh, sich mal wieder unterhalten zu können. Gleichzeitig gibt es hier natürlich auch noch die ein oder andere Attraktivität zu ersteigern, zum Beispiel bei den Karnevalisten, die ein Stück Geheimnisträger unter die Leute bringen wollen, ein Stück des legendären grünen Rathausteppich, der ja zur Zeit der Rathausrenovierung zum Opfer fällt. Und man kann sich ja ein kleines Erinnerungsstückchen kaufen. Das Ganze für 10 Euro plus eine Spende für die Karnevalsabteilung, eingerahmt in einem weißen Rahmen und dann auch signiert von Bürgermeister Uli Berger. Ein echtes Unikat. 25 Teppichstücke sollen hier heute über die Ladentheke gehen. Und die Auflage ist stark limitiert und findet doch auch guten Absatz. Nur einen Katzensprung entfernt vom Hüttendorf finden wir den Kreativmarkt, bei dem sich viele heimische und regionale Handwerker niedergelassen haben. Sie präsentieren ihre Dekoartikel, die natürlich jetzt gerade in der beginnenden Vorweihnachtszeit reißenden Absatz finden. Die Leute möchten ihre Wohnungen dekorieren und finden hier allerhand Anregungen, um mit dem einen oder anderen Accessoire die Wohnung dann noch schöner zu gestalten. Wer bei den Regenschauern zwischendurch endlich mal ein trockenes Plätzchen benötigt oder sich dem Trubel der Kirmesmeile entziehen möchte, der findet hier in der Selzerhalle ein sowohl trockenes als auch lauschiges Plätzchen. Die Ferner Vereine haben hier eine große Cafeteria aufgebaut und laden ein zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen. Wir haben uns jetzt auch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee gegönnt und machen jetzt auch eine kleine Pause. Mal gucken, wie der Kuchen hier schmeckt. Ich habe etwas mit Kirschen und Schokolade. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig lecker aus, und wenn ich es danach auf die Gabel kriege, dann. Total lecker, nur zu empfehlen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen vom Martini-Fest 2021. Wir sind mittlerweile in den Hederauen angekommen und die Hederauen sind in den Abendstunden festlich beleuchtet. Und passend dazu haben Salzkottner Kinder Rüben ausgehöhlt und mit Grimassen verziert, die jetzt in den Abendstunden mit einem Teelicht beleuchtet auch noch für eine tolle Stimmung sorgen. Tolle Stimmung und bunte Farben, das war auch das Thema an den letzten beiden Abenden, denn die Bäume und auch das Wahrzeichen Salzkottens, die Saline, wurden entsprechend beleuchtet. Und passend dazu hat die Selzer Jugendgarde einen Lichtertanz aufgeführt. Mit diesen stimmungsvollen Bildern verabschieden wir uns von Ihnen vom Martini-Fest 2021. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda-Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.